Dieser Thron also unter Wasser? Naja, es scheint so. Ach ja, und es waren noch mehrere Vermerke, dass die meisten Informationen dazu im Elberuma-Tempel aufzufinden sind. Und jetzt kommt's, die Urologin Yasina Melina dazu geforscht hat. Also, wir wissen, an wen wir uns wenden können, wenn wir mehr Informationen brauchen. Ich meine dann die Yasina Melina, die derzeit bei Hafax ist. Ja, sie ist wohl auch. Darfst du nicht vergessen, Rafim und ich haben sie erst vor kurzem gesehen. Nicht das, worauf ich hier hinaus wollte. Ja. Wir müssten also was Mendena anlegen und ganz entspannt zum Palast marschieren und sagen, hey, Helme, ihr wollt an der Alten sprechen? Ich würde jetzt nicht so mit ihm reden, aber... Ihr wisst, was ich meine. Ja. Also ich denke auch, da könnt ihr nicht gut drauf reagieren, wenn ihr sie sein Alten... Ihr wisst, was ich meine! Der Sarkasmus war ganz offensichtlich! Yalan, beruhigt euch. Sulamin nimmt die Katze, die ihr gefolgt ist, und setzt Yalan auf den Arm. Bitte, streichelt die Katze. Ihr werdet euch gleich besser fühlen. Yalan, der jetzt keinen Arm mehr zum Gestikulieren hat, wirkt irgendwie nur noch halb so aufgeregt. Ja, also wir sollten auf jeden Fall mittelfristig mit Yasina und Hafax reden. Gut, also Mendena. Ja. Irgendwann einmal. Außerdem gibt es in Perikum irgendwelche Perlen, aber ich habe keine Ahnung, was das damit zu tun hatte. Das war eine Randnotiz. Vielleicht müssten wir mal mit jemandem aus Perikum darüber sprechen. Unsere Hesinde Geweihte oder, naja, unsere Jägerin, die wir an Bord haben. Hilfe, Hilfe, es klaut mich, Hilfe! Hä? Lamin, nimm das weg! Er meint es nicht böse. Schaut, er hat die Krallen gar nicht tief in eure Hand getrieben. Wenn meine Robe bekommt Haare! Schlimm. Ah, sehr hübsche Haare. Ja, und dann zum Schluss. Feuerschlick ist nicht gut, führt zu Ilaris-Sucht und ist verboten. Das stand da drin. Hier ist der Feuerschlick. Das sind die guten Nachrichten. Um auf dieses Thema zurückzukommen. Ihr habt dezidierte Informationen, dass dieser Thron vermutlich unter Wasser ist und auf einer Kraftlinie steckt, liegt, die sich Schallwinds... Wie nannte sie sich? Griff. Er sagte Griff. Genau. Schallwinds Griff. Nun, diese Kraftlinie, sie müsste doch zu finden sein. Sicherlich. Scheint mir wesentlich einfacher zu sein, dieser Linie zu folgen, als nach Mendena zu reisen. Und unter Wasser passt zu meiner Vision. Nein. Vielleicht hilft uns der Schlick weiter. Er gibt uns vielleicht Visionen, Träume, die uns zu Chalvin bringen. Möglich. Die Frage ist, sollten wir ihn einnehmen, bevor wir aufbrechen? Oder wenn wir auf See Fall. Sind? Nein, wir nehmen ihn. Wir haben doch noch ein bisschen Zeit. Kanazetiana hatte einige interessante Gedanken. Also mit Feuerschlick? Ja, er meinte, mit Feuerschlick könnte man verborgene Erinnerungen wieder aufwecken. Und er sagt, ich hätte etwas vergessen, ich bin mir nicht sicher. Ich brauche einige eurer Tagebücher vom Jahreswechsel 27. Das klingt mysteriös, aber ihr wolltet etwas sagen, Saphira? Ja, ich weiß nicht, was ihr in Malkis oder in Mendena wollt, aber Orana meinte doch, dass wir nach Norden, nach Sephianil müssen. Auch meine Schwester ist noch da. Sie wohin? Ach ja, Sephianil, stimmt, das hatte ich vollkommen vergessen. Ich dachte, ihr hättet es ihnen schon erzählt, Saphira. Genau. Um Chalvin zu finden, müssen wir nach Sephianil. Das werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen. Das ist ein ganz kleines Fischerdorf. Da komme ich eigentlich her. Und von da aus müssten wir dann weiter. Wir wachen dort über Chalvin. Also segeln wir die Küste hinauf und kommen dann zu diesem Fischerdorf. Wer ist wir? Wir wachen, sagte dir. Ich sagte, dass meine Schwester dort immer noch wacht. Wir können doch wir. Nicht weggehen. Ja, ich und meine Schwester. Ihr seid hier.
und meine Schwester nicht. Aber mir hängt dich vielleicht nicht so sehr an so etwas auf. Hm? Ja, ist eure Schwester auch magisch begabt? Ja. Voltax? Was? Nichts. 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 Das ist gut. Je mehr Magier, desto besser. Nicht wahr, Yalan? Seht ihr, Yalan? Der heilige Gilborn hat euch geholfen. Ihr wirkt schon viel entspannter. Das Buch Gilborn hat hierzu 3 ganze Kapitel, Voltax. Ach. Und sie widersprechen dir allesamt. Das Buch Gilborn. Das klingt nicht besonders spaßig. Ist es auch nicht. Heilige Angelegenheiten sind selten spaßig. War doch der, von dem wir den Schädel geklaut haben, oder? Von dem ihr bitte was nun? Ach, nichts, nichts, alles gut. Lass euch gern wissen, dass der Schädel des Gilmons zerstört wurde. Seht ihr hier, ja, dann versucht vorsichtig die Katze aufzusetzen, was vermutlich in noch mehr Krallenspuren endet. Seht ihr hier, dies ist eine Scherbe. Zeigt ihr eine goldene Scherbe. Könnte alles sein. Ist eine Scherbe. Ihr habt einen schönen Geschmack, was kaputte Dinge angeht. Nun, wie gesagt, sie ist aus seinem Schädel. Ich Voltax, bin mir sicher, sie würde. Du bekommst Nasenbluten. Oh, ich wollte gerade sagen, ich bin mir sicher, sie würde euch Schmerzen zufügen, wenn ihr sie anfasst. Lasst mich die. Ja, er steckt sich dann wieder um den. Also er hat sich schon um den Hals, er steckt sich halt wieder um das Hemd. Ja, vielleicht sollten wir sie in Bernstein einhüllen. Macht sie mir kein Nasenbluten mehr. Vielleicht. Kommen wir zum Thema zurück. Ja. Ich verstehe immer noch nicht, was die ganze Sache mit uns nun zu tun hat. Wir haben die Stadt bereits befreit. Der Rest ist nun wirklich eine Sache Araniens. Wir können nicht überall sein. Es geht um Chalven. Hast du nicht zugehört? Ich verstehe auch immer noch nicht... Die ist Teil des Rätsels und der Lösung. Chalven hat mir vor diesem Tag auch noch nichts gesagt, aber nun ja, was ich gesehen habe, es scheint die naheliegendste Verbindung zu sein. Ich meine, ich habe nach einer mächtigen Wesenheit unter Wasser gesucht, weiblich. Es scheint die Antwort auf meine Vision zu sein. Meine Schwestern und ich, wir wachen seit immer eigentlich schon über Chalven. Und in letzter Zeit, Orana hat Visionen und sieht Dinge. Sie merkt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ihr Thron wird angegriffen. Sie stirbt und es verdirbt alles. Die Welt wird untergehen. Wir brauchen Hilfe. Chalven braucht eure Hilfe. Orana hat euch gesehen. Nun ja, sie liegt in der blutigen See. Aber das nicht erst seit kurzem, sondern nun schon seit vielen Jahren. Was hat sich verändert? Das weiß ich nicht. Oder was wird sich verändern? Diese Frau sprach davon, dass noch irgendwas passieren wird, was das Ganze hervorruft. Also es muss noch nicht passiert sein. Erinnert ihr euch an das, was mir die Schildkröte gezeigt hat? Ihr könnt das nicht wissen, Diamantas, ihr wart damals noch nicht bei uns. Aber ihr anderen? Ich möchte seinen Namen nicht wiederholen, aber wäre das nicht etwas, was auch diese Gigantin bedrohen könnte? In der Tat. Wurde immer wieder eine Arche gesichtet. Es ist eine große Arche. Es ist Sie sind sein Diener. Den Namen dieser Arche kennt ihr? Vielleicht? Irgendwas von Paligan wird gemunkelt. Ich habe davon Paligan. Keine Ahnung. Der gefallene Grandensohn befindet sich dort. Dann wird es die Plagenbringer sein. Die Vision, das, was erzählt wird, was Orana sagen kann, das ist nicht klar, aber es wird irgendetwas ganz Schreckliches passieren. Die Welt geht unter. Es verdirbt alles. Nun, wir haben dieses Schiff bemannt, um uns gegen Paligan zu stellen. Hm.
wenn er ein Interesse an diesem Thron unter Wasser hat, dann sollten wir ihn nicht einfach machen lassen. Eine Riesin ist eine mächtige Verbündete. Oh ja, sie kann uns bestimmt extrem hilfreich sein im Kampf gegen Drax. Kennt die besten Tricks. Nun, ich denke nicht, dass es gegen einen Drachen geht. Geht immer gegen die Drachen. Es geht nicht immer um einen Drachen. Aber ja, natürlich. Stellt euch die Plagenbringer als Manifestation von Pyrrhus Willen vor. Schließlich ist sie ja auch eine Art verdorbenes Element. Genau. Die Diabelmir Jalan versteht das. In so vieler Hinsicht falsch, aber... Abelmir... Nun... Ich denke, wir sollten dem nachgehen. Oh ja, wenn Palligan dort ist, dann sollten wir dem Örtchen einen Besuch abstatten. Mhm. Wir sollten trotzdem nicht überstürzt aus der Stadt aufbrechen. Wir haben schließlich eine Einladung angenommen. Ja, und wir haben Feuerschlick, den wir verkosten wollen. Wo genau habt ihr den her? In einer Gasse. Unter einer morschen Kiste. Da lag... Ja, wenn ihr so geneigt seid, werde ich erst unseren Bordalchemisten nochmal darüber schauen lassen, ja? Wer weiß, was ihr sonst so habt. Und wir werden auch noch zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen treffen. Aber ich denke, fürs Erste ist Canicetianas Urteil schon einmal wertvoll. Ach, Boltax! Ja? Das habe ich ja ganz vergessen. Orana, die hat mir noch für dich mitgegeben. Ich soll dir ausrichten, wie war das? Der graue Mann, der ist hinter dem Schleier verschwunden. Morda verdirbt das Meer. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber es war ihr sehr wichtig. Ja, das ist wichtig. In den namenlosen Tagen ist etwas Schreckliches passiert. Wir wissen es nicht, aber seitdem ruft Chalvin nach Hilfe. Ich verstehe. Das klingt ernst. Nun, Saphira, wollt ihr mit uns kommen oder hier bleiben in Elberum? Ich muss mit euch kommen. Ich muss sowieso zurück zu meiner Schwester. Ihr sagtet Schwestern. Ja, ich sagte Schwestern. Gegen Magier. Ja, sie sind so unbeständig. Ich habe eine Schwester, die teilt sich mit mir die gleiche Mutter oder teilte sich mit mir. Wir wachen in dem Fischerdorf, wo schon unsere Mutter mit uns gelebt hat, über Chalvins Schlaf. Und Orana und die anderen Schwestern, die sind hier in Elberum. Wir sind ein kleiner Zirkel, aber seither wachen wir über Chalvin und ihren Schlaf. Und wir wissen nicht, was passiert ist, aber in den namenlosen Tagen, seitdem sind Oranas Visionen stärker und voller Graus. Nun, ich denke, wir werden euch helfen. Es wäre nur schön, wenn ihr mit den Informationen nicht Stück für Stück herausrücken würdet, sondern die ganze Wahrheit und die volle Wahrheit erzählen würdet. Dann könnten wir euch mehr vertrauen. Ist euch das nicht bewusst, dass Hexen immer mit Schwestern zusammenleben? Nun ja, man munkelt davon, aber es wäre schön, wenn sie uns ebenfalls Vertrauen schenken würde. Tut ihr das? Wisst ihr, es ist nicht einfach. Im Normalfall sollten wir unerkannt leben. Und unser gesamter Zirkel. Und jetzt einfach auf fremde Menschen und Männer zuzugehen und sich zu offenbaren. Ich will aber versuchen in Zukunft. Boltax hat zumindest versprochen, uns zu helfen. Und wenn ihr uns jetzt auch helfen, dann werde ich natürlich ehrlich zu euch sein. Nun, mehr kann man nicht verlangen, nicht wahr? Gut. Ich schlage vor,
Ihr nehmt euch erst einmal eine Kajüte, sucht euch eine schöne aus. Wir haben sicherlich noch ein, zwei Betten frei. Ich glaube nicht, dass ihr bei Parfim oder Mira schlafen wollt. Das hattet ihr ja schon gesagt. Bei mir ist auch kein Platz, da schläft Gonner. Wobei, den kann ich auch rausschmeißen. Ihr könnt gerne bei mir schlafen, wenn ihr möchtet. Gonner wird da sicherlich nichts dagegen haben. Halt ihr das für angemessen? Warum denn nicht? Nun, sie ist eine Frau, ihr seid ein Zwerg. Ja, und wo ist das Problem? Nun, es wird Gerede geben. Wieso? Sie ist eine Menschenfrau, ich bin ein Zwerg. Muss ich euch das wirklich erklären? Andro Schminia wird sicher kein Problem damit haben. Die Seeleute vielleicht schon. Natürlich, nein, wieso sollte Andro Schminia ein Problem damit? Oh, ihr meint, Abel mir, ihr meint doch nicht etwa, ich bin entsetzt. Nun, wir wollen Gerede vermeiden. Ja, das wollen wir. Das ist richtig. Gut. Dann solltet ihr vielleicht lieber nicht mit mir in ein Zimmer gehen. Und nicht mit Abelmir oder Jalan. Es wird sich schon eine Hängematte irgendwo aufhängen lassen. Vielleicht finden wir ein Plätzchen bei Avianda und Chivilla. Das ist eine gute Idee. Okay, vielen Dank, dass ihr uns helfen werdet. Braucht noch irgendetwas aus Elberum? Kapitän! Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja! Kommt an Deck! Entschuldigt mich. Ich gehe mal lieber mit. Ich schlafe an Deck. Ja, als du auf das Hittendeck trittst, kannst du erkennen, wie die Mannschaft wohl viel ist nicht zu tun, seitdem ihr das Schiff bereit gemacht habt für den Landgang. Allesamt stehen sie wohl auf der einen Seite, die raus auf das Meer führt. Und ihr könnt sehen, wie wohl zwei, drei Matrosen von den Piraten nach etwas stochern. Also steht da mit verschränkten Armen. Wir haben etwas angespült bekommen, und zwar eine ganze Menge. Hier da draußen. Da kommt eine ganze Ladung an Risso. Risso. An was nun bitte? Oh. Die haben uns gerade noch gefehlt. Captain? Werden wir angegriffen? Oder sind das solche Fischmenschen wie die, gegen die wir auf der Brücke gekämpft haben? Nun, nicht. Soweit ich weiß, sind Risso eigentlich nicht besonders gemeingefährlich. Das ist kein Angriff, die sind alle tot, aufgeschwemmt. Oh. Ich frage mich, was sie wohl getötet hat. Hey, Tabule, hol mal einen hoch. Jawohl! Dafür haben wir wohl die Piken und Sorgen gekauft. Eigentlich waren die für die Homeria. Risso ziehe ich ungern aus dem Wasser. Abenteuer. Gut, bringt ihn in das Labor. Weißt du, die zerfallen hier gleich. Der ganze Hafen ist voll mit denen. Bringt einen von ihnen. Schrecklicher Anblick. Bringt einen von ihnen ins Alchemistenlabor. Wo kommen die denn alle her? Aus dem Meer vermutlich. So, denn ins Alchemistenlabor, Captain. Lass sie doch gegenüberbringen zu den Heilern. Nun, das wäre auch eine gute Idee. Ja, ich will natürlich eure Befehle nicht anzweifeln, Captain. Das ist richtig Besteck. In der Tat, ihr habt einen guten Rat gegeben, danke. Ja, gerne. Nun. Ihr habt gehört, Tabule, Belima, Temir, Nereman, zieht 10 Stück von ihnen raus und bringt sie alle unter Deck. Jawohl, Kaplan. Nun, wenn sie nicht der Ersäuferin dienen, dann könnten sie von ihrem Gefolge getötet worden sein. Ja. Aber in diesen Mengen? Vielleicht ein Gift. Tja, so wie ich das sehe, da drüben hängt wohl noch irgendwas in den orange leuchtenden Feldern. Aber auf den ersten Blick sind das vielleicht ein Banner. 50 Stück. Müsste ich mir nochmal genauer ansehen, aber könnte sein, dass es Krieger sind. Die wurden ordentlich aufgerieben. Auch immer das war. Ich kenne mich mit den Viechern nicht aus. Wie gut sind die denn?
Solange sie im Wasser sind oder am Wasser, Schiffskämpfe sind besonders gefährlich. Aber wenn ihr sie irgendwo am Strand seht, dann solltet ihr sie leicht ausmanövrieren können. Aber Rissau sind normalerweise friedliebende Kreaturen. Kreaturen von Effert und Swafnir. Das wohl, ei. Oh, dann ist das schlecht. Ah, ist es wohl. Abenteuer. Saphira? Ich winke sie mal ein bisschen beiseite. Ja? Ihr seid nicht die Einzigen, die diesen Thron bewachen, oder? Wenn er unter Wasser liegt, könnten diese Russo bei der Verteidigung gestorben sein? Wir sind seit jeher die Einzigen, die überhaupt von Chaiwen wissen, dass sie noch lebt. Natürlich sind wir die Einzigen, die Chaiwen bewachen. Was Warum wisst bewachen? Ihr von dem, was unter dem Meer vor sich geht? Nicht. Solamin, wenn ihr sowas besprecht, dann nicht auf dem nicht auf dem Hüttendeck, Solamin. Was auch immer das ist, aber das ist wohl genau dieser Scheiß, der in den Offiziersbesprechungen bleiben sollte. Hier sollten wir zurück in meine Kabine gehen. Tja, oder ihr geht zurück zur Probrezeptorin. Mir egal, aber das reicht, Männer. 10 Stück wollte ich nur. Werft die anderen wieder über Bord. Und dass mir bloß nichts davon gegessen wird. Alan. Kannst du schon sehen, wie irgendwie Herr Hilbert unten von der Kombüse bereits mit gewetzten Messern nach oben getreten ist und dann wieder enttäuscht nach unten geht. Weißt doch, wie sehen wir da drauf sind. Ja, dann, du hattest doch etwas angesprochen, weswegen du uns alle wieder... Ja, bald, gleich. Gut. Pläne. Ja. Ich wundere mich nur, wenn wir irgendwie in der Wiederkette sind, ich wundere mich nur, warum bewacht offensichtlich eine Schwesterschaft aus reinen Landlebewesen etwas, das unter Wasser liegt. Hat diese Chaiwen wirklich keinen besseren Wächter gefunden? Ja, also, Jalan, du darfst jetzt nicht vergessen, Alariel war auch eine durchaus potente Wächterin für das Sumu-Heiligtum, auf dem sie gesessen hat. Ich meine, nicht so gut wie der Zwerg, der jetzt dort sitzt, aber war schon nicht verkehrt. Jalan. Vielleicht sind sie einen bitterbösen und während Voltags redet, nickt Saphira dann die ganze Zeit. Sie mögen denken, dass sie die Einzigen sind, aber das muss ja deswegen nicht stimmen. Dies halte ich auch für wahrscheinlich. Außerdem müssen wir ehrlicherweise sagen, ihr alle habt nichts von Chaiwen gewusst. Nun, das ist wahr. Das ist vielleicht ihr bester Schatz, das Nichtwissen. Aber sie selbst scheint ja eine ganze Menge zu wissen, wenn sie für ihre Weisheit bekannt ist. Mhm. Nun gut, ich werde mich um, nun ja, dieser Risso kümmern. Ich werde mir im Ansehen, woran sie gestorben sind. Raffin, wollt ihr mich begleiten? Ihr könnt eine Sache. Ja. Oh ja, wieder eine Unterrichtsstunde. Ich freue mich. Eine Sache noch. Hoffentlich wird heute Abend ein Vertreter dieser Maraskaner, die uns nachgelaufen sind, im Hafen auftauchen. Wir werden ihn unentdeckt an einer vorbestimmten Stelle abholen müssen. Ich werde dazu ein oder zwei Ruderer brauchen. Raffim und Diamantis vielleicht? Jalan, ich bin viel, aber nicht unauffällig. Es wird finster sein. Vielleicht solltet ihr euch einen Seemann besorgen. Ihr könnt besser rudern und sind unauffälliger. Vielleicht. Und wie gesagt, Diamante ist, wenn ihr trotzdem kommen wolltet, nur falls die Sache schief geht. Oh, und Voltax. Ich begleite euch. Ich hatte schon gehofft, dieser Kelch geht an mir vorbei. Na gut. Und zum einen kannst du im Dunkeln sehen, zum anderen wird es uns wohl helfen, die Sache stumm vorüberzubringen. Ja, ich verstehe schon. Ich sollte noch den Kaplan und dem Bootsmann Bescheid sagen, nicht, dass euch versehentlich versenkt beim Wiedereintritt. Ich glaube, dass nichts hier im Hafen beschossen wird. Nun, ich meine von unterm Schiff. Mittlerweile könnt ihr auch im gesamten Hafen Alarm bimmeln hören vom Effert-Tempel, von anderen Stellen und die Leichen wurden ebenso entdeckt. Ah, ich glaube, heute Abend läuft nichts Unauffälliges mehr. Dann werden wir improvisieren. Warten wir erst einmal ab, wie es aussieht. Wir haben... Die Marder ist verhüllt. Es sollte trotzdem dunkel sein. Wir müssen nur vorsichtig vorgehen. Herr Jalan? Ja? Ihr redet von den Maraskanern, die
heute ebenfalls in der Stadt unterwegs waren? Ja. Das... Also ihr solltet wissen, worauf ihr euch einlasst. Das ist so eine Bande, die Magier hassen und andere Magier jagen. Ach, deswegen haben sie uns also gefragt, ob wir Magier dabei haben. Es könnte sehr gefährlich werden. Es schadet wohl nicht, mit ihnen zu sprechen. Oh, soll ich dann mitkommen? Nun, du siehst nicht aus wie ein Magier, oder? Ja, das also. Ist richtig. Du bist ein Zwerg, Boltax. Niemand erwartet von einem Zwergen, dass er Magie kann. Ja. Ha, diese Idioten. Ich dachte mir, wir könnten sie ihren Vertreter aufs Schiff bringen und in Ruhe mit ihm sprechen. Das scheint mir das Sinnvollste. Aber wenn ich es still mache, wird ihr Vertreter spätestens merken, dass etwas Magisches im Busch ist. In der Tat. Dann vielleicht nicht. Nun gut, ich denke... Ah, ich hätte eine Idee, wie wir es hinkriegen, dass ich jetzt still mache und er es trotzdem nicht mitbekommt. Ja? Kann ja jemanden einschlafen lassen. Sobald er unseren Kahn betreten hat, lasse ich ihn einschlafen, wir rudern ganz entspannt zurück, dann... wecken wir ihn kurz bevor wir wieder an Bord sind und ich den Silenzium fallen gelassen habe. Wie ein magischer Schlaf? Natürlich. Ist das direkt? Und vielleicht verzaubern wir nicht den Maraskaner, der Magier nicht mag. Warum denn nicht? Es erscheint mir wie eine grundlegende Facette des guten Umgangs. Ja, grundlegend guter Umgang wäre es, Magier zu mögen. Ich verstehe, ihr sympathisiert mit ihm, weil er Magier nicht mag. Jedenfalls, ich denke, wir treffen uns gegen Mitternacht wieder hier und werden dann, je nachdem wie es aussieht, die Sache in Gang setzen. Bis dahin werde ich Ganazitiana einmal den Feuerschlag überprüfen lassen, ja? Tut das. Hervorragend. Es ist vermutlich am besten, wenn alle, die es interessiert, hier sind, sobald wir mit unserem hoffentlichen Geschäftspartner zurückkommen. Ich weiß nicht, wie diese Droge wirkt, aber ich freue mich jetzt schon drauf. Wir alle zusammen. Das bindet. Oh, das letzte Mal haben wir das im Sumo-Steinkreis gemacht. Wisst ihr noch? Hervorragend. Wegtreten. Oh, das war sehr schön. Da sind wir gerade wie hieß denn das, wo wir die Farben nicht mehr gesehen haben? Naja, ist ja auch egal. Aber, ach, egal. Ich glaube, ihr habt keine Lust, jetzt in Drogenrausch-Erinnerungen zu schwelgen, oder? Ihr dürft es mir gerne einmal erzählen, aber ich glaube, ihr wolltet los, wenn ihr um Mitternacht zurück sein wollt. Ich dachte, um Mitternacht wollten wir erst losfahren. Okay, dann muss ich los. Noch einen schönen Abend.